Hi, ich bin Martin Fischer und ich reagiere heute wieder auf eure Einsendungen. Wieder eine neue Folge Marty Reacts. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor mir liegt. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein wird. Und die Regeln zu diesem wunderbaren Sendeformat gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Wenn auch du einen Song hast, den sich Marty unbedingt anhören soll, dann befolge diese drei Schritte. Schritt 1. Lade deinen Song in bester Qualität bei YouTube hoch, egal ob mit Musikvideo oder Cover-Artwork. Schritt 2. Schick eine Mail an marty-reacts@protagonist.de mit dem Link zum Song, dem Songtitel und deinem KünstlerInnen- oder Bandnamen und einer Kurzbeschreibung, wer bist du, was machst du, etc. Schritt 3. Falls du mit einem Label arbeitest, setz es in der Mail in CC und stell sicher, dass Marty den Song für sein Video nutzen darf, also Lizenzen und oder Rechte geklärt sind. Falls das zu viel und zu schnell war, kannst du alles in der Videobeschreibung nachlesen. Und jetzt viel Spaß bei Marty Reacts! Also, einfacher könnte es ja nicht sein. Wir starten direkt hinein mit einem Song von Color Drive und der Song heißt Your World Has Gone. Wir hören jetzt melodischen Alternative Rock. The time was right, you had to go. There's nothing left to do. The chores are done, the finish polished clean. But now you left yourself behind. Everything is new. And looking forward. Jawohl. Geil. Building new forever. Oh fett, ja, ja. Jetzt schon gut. Ich stehe auf diese Backing Vocals, die da gemacht haben. Diese Harmonien sind echt, echt sehr, sehr gut. Witzig ist, ich wusste noch nie, was ich mit so Tempo-Changes anfangen soll. Also, wenn so Halftime zu Double-Time wird und so. Also, ist ganz cool. Oh, schön. Das ist nice. Was hast du denn? Phaser. Oh, schön Dur auf einmal. Ja, das ist geil. Also krasser Mix auch. Die Vocals sind sehr, sehr dick drin da in dem. Also die ragen da fast gar nicht mehr heraus aus dem Mix. Ist aber gut, passt zu dem Genre. Yeah! Sehr gut. Oh! Schön. Geil, also wirklich echt saugut. Arrangement tipptopp. Mix geil. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen oldschool, aber so nochmal ein Overdub, Double Tracking für die Vocals fände ich, glaube ich, geiler. Aber kann man. Also, muss man auch nicht machen. Das ist sehr, sehr gut. Das Ende hat mich so ein bisschen. Generell, so ein bisschen System of a Down-Vibes gehabt da während der ganzen Geschichte. Also, echt gut. Was soll ich da noch groß zu sagen? Nee, ich sag nichts mehr. Als nächstes wartet auf uns Carré mit seinem Song Passagier. Da steht Cloud Rap mit Afrobeats-Einflüssen. Es handelt sich um Cedric aus Berlin, ein deutsch-französischer Künstler. Bitte klicken Sie hier. Ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte. Sieht meine Nummer
am Display und tipp dein Bett dann zurück. Ich habe dich immer vermisst, Babe. Doch wir machen uns beide verrückt. Wir ritten mal kurz eine Welle und hatten für Tage im Rücken. Ach so, ey, jetzt habe ich jetzt den Beat gecheckt. Doch konnte nicht ahnen, was mit mir passiert, wenn die Stimme verklingt. Wir haben einander nicht eine Minute verdient. Denn einer war immer gezwungen, dass er sich verbiegt. Ich hab meine Sachen gepackt, dabei war ich verliebt. Wir beide sind da und die Vocals sind noch ein bisschen so. Bisschen Lo-Fi, habe ich den Eindruck. Die Antwort auf was wird uns heute noch passieren? Also irgendwas ist mit den Vocals, was, wo ich so denke. Mal gucken, vielleicht. Schick den Standort, die Antwort auf was kann uns heute noch passieren? Weiß nicht, die Vocals haben ein bisschen wenig Bauch, habe ich das Gefühl. Das wollte ich gerade sagen. Dass du da bist, mein Passagier. Mein Passagier. Wir kurbeln die Fenster. Ja, sowas. Verbringen noch weitere Stunden. Wir drehen im Karriere ein paar Runden. Die Sterne sind alle am Funk. Also ist klar, ne? Also er flüstert mehr oder weniger da. Die Vocals sind sehr breathy. Tränen komplettieren dieses Bild. Wohnzimmer und die Scherben sind am Fliegen. Aber gerade weil es so intim ist, so ein leiser Ton, den hat man ja eher, wenn man jemandem so direkt. Also sehr nah ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen geiler kommt, wenn die Vocals ein bisschen mehr Bauch bekommen. Nicht viel natürlich, nur ein bisschen. Heute kein Zug fahren, ein Opa steht in zwei Minuten bei dir. Ansonsten ist geil. Vielleicht auch da den Bass ein bisschen in die Saturation reingeben, dass er so ein bisschen mehr. Mehr Textur bekommt. Was kann uns heute noch passieren? Oh, da das dieses. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde den Delay von dem. Was kann noch passieren? Das war sehr, sehr dry. Da müsste ein bisschen Reverb noch. Dazu. Die Vocals gehen ja wahrscheinlich mit einem Send in einen extra Channel, wo das Delay ist. Und da würde ich nochmal das Delay nehmen und da einen Send schicken, also in den Reverb, damit das Delay noch ein bisschen Raum bekommt. Auf der Startnummer 3 haben wir Strand von Zeit. Black Sludge Doom Metal. Was ist das denn? Ein Trio aus Leipzig. Haben die keinen Bassisten? Vielleicht kommt der noch, der Bass. Das ist Deutsch. So verfängliche Wälder aus der Ordnung. Ordnung. Ja, da fehlt der Bass für mich komplett. Ordnung. Den höre ich überhaupt nicht. Ordnung. Oh Gott, das Schlagzeug ist auch ein bisschen untight. Deswegen, ich wollte erst mal abwarten. Also ich muss da zuhören. Also ich brauche halt irgendeinen Anker, wo ich mich da also in der Time festhalten kann dann. Und der war da gar nicht gegeben. Nee, ich versuche mich aber darauf zu konzentrieren, ob das Schlagzeug tight ist. Und das ist es leider nicht. Ich denke, es ist ja sehr schwer, irgendwie sich zu einzunorden, also rein von der Time. Und ich habe mich eh immer gefragt, wie das
Ja, also bei so einem Gesang, I don't know, ne? Soll man da den Text nicht verstehen? Oder wie ist das gedacht? Natürlich soll man den Text verstehen, aber dann würde ich halt ein anderes Mittel, anderes Stilmittel wählen, außer diesen, kann ich nicht nachmachen jetzt. Auch die Gitarren haben gar nicht so viel Wucht, wie man es vielleicht gewollt hätte. Also da würde ich wahrscheinlich die Gitarren noch irgendwie so um 4, 5K vielleicht hochziehen. Vielleicht muss es auch gar nicht sein. Oh, der Teil ist aber geil. Das ist schön mit der Melodie. Das gefällt mir sehr gut wiederum. Rein Arrangement technisch. Aber ansonsten ist auch kein, nicht wirklich irgendwie so eine Dramaturgiekurve da erkennbar. Da ist alles irgendwie gleich laut. Und wie gesagt, das ist also mir so ein Dorn im Ohr, dass der Bass da, gerade ich als Bassist, würde denken, wieso ist denn der Bass so leise? Wenn ich da Bass eingespielt hätte, würde ich denken, was habt ihr denn gegen mich? Warum? Ne? Auch sehr lang gefühlt. Also man kommt irgendwie zu keinem Höhepunkt. Also, ne? Das wäre was anderes, wenn da ein bisschen mehr Abwechslung wäre in der Dynamik. Aber die Dynamik ist ja, also es gibt gar keine. Es ist ja eigentlich nur von vorne bis hinten so ein Dynamiklevel. Nämlich. Oh. Tut mir irgendwie persönlich leid und weh, aber den Rest erspare ich euch jetzt mal. Es ändert sich nicht viel und was ich gesagt habe dazu, habe ich bereits gesagt. Und nun haben wir Pflanzen von Kaskaden. Es handelt sich um Indie-Rock von Nico, Malte, Lennart und Justus aus Bielefeld. Schlagzeug rechts, nicht schlecht. Da höre ich jetzt erstmal weder Alexander Markus noch Scooter. Natürlich vollkommen klar, dass das nicht klingt wie Alexander Markus oder Scooter, da war einfach das Video falsch verlinkt. Also, ansonsten ist alles so, wie es sein soll. Schön aufgeräumt. Die Wohnung leer, niemand mehr da. Im Türrahmen stehst du nicht mehr, komme nicht drauf klar. Bis bald, man sieht sich, aber teilen will ich nicht. Will Gefühle unterdrücken, auch wenn mein Herz zerbricht. Mal wieder, du hast dich gefunden, ich hab ein Déjà-vu. Gut. Gut, gut. Hast dich neu erfunden. Ich war hin und weg. Du bist hin und weg. Ich war hin. Also sorry, aber ich wünsche mir, dass das Double Tracking wieder modern wird. Dass man also sich die Mühe macht, sich den Gesang nochmal nimmt, sich genau anhört, was man da gesungen hat und dann einfach nochmal einen Overdub macht. Über die eigene Stimme. Es macht's so viel geiler und interessanter. Der Refrain hat mehr die Chance aufzugehen. Ich habe übrigens die Woodblocks gerade gehört, die gefallen mir sehr gut. Aber bitte, 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 Leute,
denkt daran, dass es für den, dass man als neuer Hörer eines Songs, wenn man das zum ersten Mal hört, ich nehm das Pech. Dann wünscht man sich, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird. Also das ist hier gegeben, aber dass da vielleicht irgendwie auch mit der Stimme was Interessantes noch passiert. Ich hoffe, dass du es erkennst. Weil das ist, vielleicht war der Anspruch, hier eine Live-Session mitzunehmen. Du dich in was verrennst. Klingt aber ehrlich gesagt nicht danach. Und da spätestens hier würde ich es so geil sein, wenn da die Vocals noch mal eingesungen werden und da drüber liegen würden. Double Tracking halt. Ich war hin und weg. Du bist hin und weg. Ja. Ich war hin und weg. Das klingt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ich war hin und weg. Und jetzt bist du weg. Oder noch mal Tambourin, Schellenring, irgendwie was. Weißt du, oder... Ja, da kommt's jetzt. Hin und weg, und jetzt bist du weg. Das ist ein gutes Ende. Sehr gut gemacht. Bei den Soli weiß ich jetzt auch nicht, was ich da für Gefühle haben soll. War schon cool, aber der Rest so... Sehr aufgeräumt, sehr guter Mix, gut gemastert. Gar keine Frage, aber dieses Double-Tracking, dass man da denkt so, ja, da passt schon der Refrain, ist doch gut so. Also was ich auch jedem raten kann, jetzt nicht nur hier, sondern auch diese Black-Metal-Band von gerade, hört euch auf jeden Fall Sachen an, die ihr gut findet, die ähnlich klingen wie eure eigene Musik und dann vergleicht mal, was die so machen. Also nicht nur so eine Band, aber so verschiedene Bands. Also mal gucken, was machen denn die, damit das halt geil klingt. Und nachforschen, wieso klingt meins jetzt noch nicht so. Und dann haben wir noch Ringe des Saturn von Billy Venus oder Billy Venus. Vorbilder sind Alexander Markus und Scooter. Na dann mal gucken. Ein einsamer Konga. Ich gehe auf einer Straße und ich komm nicht an. Die Ringe des Saturn, das doch jetzt nur mein Abend noch was werden kann. Die Ringe des Saturn, die Liebe meines Lebens und ich bin sie nicht. Das Mikrofon klingt ganz komisch. Wie mir mein hartes Leben in die Seele sticht. Die Ringe des Saturn. Doch da sah ich dich, wie du in der Disco tanzt. Du bringst jeden Mann in diesem Club direkt um den Verstand. Achso, kann auch sein, dass es die YouTube-Komprimierung ist. Das ist nicht so gute Qualität. Und ich tanzte mit dir in die Nacht. Wir waren wie die Ringe des Saturn. Ich flieg mit dir noch schneller als die Zeit. Die Ringe des Saturn. Du bist die Frau, die mir die Sterne zeigt. Die Ringe des Saturn. Komm mit, wir gehen barfuß auf dem Mond. Die Ringe des Saturn. Oh wow, okay. Uiuiui. Die Vocals können sehr gerne noch ein bisschen weiter in den Mix hinein. Die Ringe des Saturn, die Ringe des Saturn. Ah, oh, oh. Auch hier, Double Tracking. Was habt ihr gegen Double Tracking? Jetzt sitz ich hier seit Tagen und ich komm nicht raus. Die Ringe des Saturn. Hier ist wieder so ein Beispiel. Das ist so ein Strings-Pad im Hintergrund. Da kann man entweder von den Tönen, die da gespielt worden sind, nur einen einzigen spielen. Und jetzt eher so die Akkorde dazugeben. Dann kriegt das noch mehr so eine Dramaturgie. Und außerdem muss man auch nicht unbedingt jedes Mal so ein Pad noch spielen haben. Kann man so auch ein bisschen reduzieren, damit da das Stück die Chance bekommt, so eine
Kurve zu bekommen von der Spannung her. Von Spannung her. Jetzt für immer hier und ich tanzte mit dir in die Nacht. Wir waren wie die Ringe des Saturn. Ich flieg mit dir noch schneller als die Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, ein Crashbecken gehört zu haben. Oder so ein. So ein Tom-Fill oder Snare. Wie sowas. Achso, doch, da ist ein Crashbecken. Aber sehr klein, eher Splashbecken. Ja, hierbei, also einfach mal doppeln. Ein Chor aufnehmen. Ganz viele Stimmen. In verschiedenen verstellten Stimmen. Oder so. Dann klingt das so geil voll und dann so nach rechts und links ins Stereobild reinschieben. Das ist eine sehr schöne Idee, richtig gute Idee mit diesen verschiedenen Stimmen, die sich da überlagern. Aber die klingen alle gleich. Da weiß man gar nicht, auf was man, ach so, weiß man gar nicht, auf was man sich da konzentrieren soll. Oh, mein lieber Freund. Ja, auch hier wiederum mal gucken, wie andere Produzenten solche Musik machen. Konzentriert hinhören und dann vergleichen und dann vielleicht bei sich selber was anpassen. So lange eben, bis man da auf einem guten Weg ist. Ja, wie gesagt, waren aber die Vocals sehr präsent. Die waren so über dem Mix irgendwo. Da könnte man mehr reinsetzen, dass sie da umringt sind. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Vocals. Vocals sind wichtig. Da ein bisschen mit Spielen. Double-Tracking. Es gibt auch so Doubler und Widener und so Artificial Double-Tracking. Das kann man alles ausprobieren und das tut dem Song sehr gut. So, und wir kommen jetzt zum Ende. Mein persönlicher Favorit wird gepickt in diesem Moment und es ist Color Drive, Your World Has Gone. Und denkt dran, am Ende dieser Staffel könnt ihr aus meinen gewählten Favoriten euren Favoriten wählen und die werden dann mit mir zusammen was produzieren und das wird toll. Bis dahin, abonniert den Channel, liked das Video und schreibt in die Kommentare, welches euer Favorit hier aus dieser Folge war. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.